Ex-Bachelor Daniel Völz, das ist seine neue. Ich bin sehr glücklich, gab der Rosenkavalier zu. Ein Drittel Ex-Bachelor Daniel Völz hat eine neue Freundin. Das gestand der sympathische Womanizer jetzt in einem aktuellen Interview. Zwei Drittel, um wen es sich handelt, wollte der Berliner noch nicht verraten. Es wird nicht ewig ein Geheimnis bleiben. Zum richtigen Zeitpunkt werden die Leute schon erfahren, wer sich an meiner Seite befindet. Drei Drittel bei der Kuppelshow entschied sich der Rosenkavalier für Christina Janssen. Nur drei Monate später waren die beiden wieder getrennt. Ein Drittel Ex-Bachelor Daniel Völz hat eine neue Freundin. Das gestand der sympathische Womanizer jetzt in einem aktuellen Interview. Vor einem Jahr suchte Daniel Völz, 34, die große Liebe im TV. Die Beziehung mit der Bachelor-Gewinnerin Christina Janssen, 25, hielt nur kurz. Nun ist der Rosenkavalier wieder vergeben und hat sogar den Namen seiner neuen Freundin verraten. Daniel Völz hat eine neue. Im Finale der RTL-Kuppelshow Der Bachelor entschied sich Daniel Völz 2018 für Christina Janssen. Die Liebe zwischen dem 34-Jährigen und seiner Auserwählten hielt jedoch nicht lange. Im Mai 2018 gab das Paar die Trennung bekannt, nur drei Monate nach der letzten Nacht der Rosen. Daniel und Christina beim Bachelor-Finale 2018, Copyright-Symbol, MGRTLD. Jetzt, neun Monate später, hat Daniel eine neue Freundin, so der Berliner gegenüber T-Online. D. So heißt Daniels neue Freundin. Im Bild-Interview bricht Daniel endlich sein Schweigen, wer ihn denn so glücklich macht. Sie kommt aus Berlin, heißt Lisa und macht Daniel so richtig happy. Die beiden hätten sich kennengelernt, als Daniel noch in Amerika gelebt hat. Das erste Treffen war sogar noch vor seinem Bachelor-Abenteuer, sagt seine Liebste. In der Weihnachtszeit habe es dann beim Glühweintrinken so richtig gefunkt. Da sind wir uns näher gekommen und haben gemerkt, dass das Potenzial zwischen uns hat, so Daniel. Wie schön!